Willkommen zurück bei Let's Play Tony Hawk's Pro Skater Remastered 1 und 2. Ein letztes Mal treffen wir uns noch zum Skaten, denn auch hier habe ich Officer Dick freigeschaltet. Hat wirklich lange gedauert. Also da waren ein paar Challenges dabei. Ich sag mal als Beispiel 25er Combo ohne Grind-Trick zu machen. Alter Verwalter, am Ende habe ich mit so einem Handstand manuell gemacht und immer das Board gedreht. Das war dann das Rätsels Lösung, aber hat mich wirklich ein paar Nerven gekostet. Also war nicht ohne. Nichtsdestotrotz habe ich ihn mittlerweile und ich finde, da ich beim allerersten Tony Hawk Let's Play von mir auch mit Officer Dick am Ende im Warehouse umhergefahren bin, machen wir das hier auch nochmal. Drehen wir nochmal eine schöne Runde mit Officer Dick im Warehouse und dann war's das auch für Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 Remastered. Er wurde komplett synchronisiert. Er hat sehr, sehr nette Specials. Das sind dieselben wie in den Originalen. Einmal Assume the Position. Quatsch, Salut ist das ja. Entschuldigung. Den ich da gerade versaut habe. Machen wir gleich nochmal. Salute haben wir. Und Assume the Position oder wie er hier auf Deutsch heißt, Position einnehmen. Und natürlich der berühmte Lazy Grind, den wir auch gleich nochmal machen. Dazu nehmen wir mal hier das Rail. Oder auch nicht. Jetzt aber. Dabei setzt er sich eben aufs Board. Ich denke, die Tony Hawk Fans unter euch werden das alles kennen. Ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet ähnlich viel Spaß wie ich an diesem Spiel. Also es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Jetzt ist aber so, ich sag mal, der Multiplayer-Modus habe ich probiert, hat mich jetzt nicht umgehauen. Graffiti macht Spaß, aber ansonsten sind da auch so ein paar Nerds dabei, Sachen, wo man sowieso nicht gewinnen kann. Ehrlich gesagt, sag ich mal, würde sich jetzt richtig Hardcore-mäßig damit beschäftigen. Aber ich bin jetzt auch nicht der, der so ein Spiel so komplett bis zum Ende durchnerdet. Komme ich jetzt auch nochmal raus hier von dem Grind? Ja. Dementsprechend, ja, ist das Ding jetzt für mich auch erledigt. Also ich werde bestimmt mal wieder daddeln und vielleicht noch die letzten Videos freischalten. Aber das war's dann auch, glaube ich. Mehr wird nicht passieren. Für mich ein sehr, sehr gelungenes Spiel. Hab wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube auch nicht, dass es nur was für Leute ist, die das Original kennen. Ich glaube, dass da kann tatsächlich jeder dran Spaß haben. Ein Special landen wir noch, wollte ich sagen, aber das war nichts. Aber als kleine Abschiedssequenz werde ich jetzt noch das Stürze-Video einblenden. Dabei viel Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.